Willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Freunde der übertriebenen Autopflege. Heute zu Besuch ein Audi RS 4 B8 in der, ich weiß nicht genau, wie sie heißt die Farbe, aber ich glaube Panther Schwarz Kristalleffekt. Richtig geile Farbe, sieht aus wie ein normales Schwarz, aber je nachdem wie das Licht drauf fällt, kommt dann noch so ein lila Stich durch, also wirklich schön. Das Auto bekommt einmal quasi alles, also das kriegt eine komplette Versiegelung auf den Lack, auf die Scheiben, auf die Folie, denn die komplette Front ist foliert, also Haube, Kotflügel und Stoßstange. Es bekommt die Winterfelgen versiegelt, die Sommerfelgen nicht, die liegen hier nebendran, weil da sehr wahrscheinlich neue kommen werden. Und dementsprechend versiegeln wir die nicht, aber die kommen jetzt am Ende des Videos noch drauf. Genau, der Innenraum wird noch gemacht, das Leder wird gepflegt und jetzt schauen wir mal, dass wir damit anfangen. Lackzustand ist eigentlich soweit wirklich echt okay. Klar, hier und da sind mal so ein paar kleinere Hologramme, aber ansonsten für das Alter ist das wirklich in sehr gutem Zustand. Ich muss mal gucken, eventuell reicht vielleicht sogar eine One-Step. Unten an den Schwellerbereichen, da sind schon relativ viele Verkratzungen, da werde ich auf jeden Fall cutten müssen, aber vielleicht reicht beim restlichen Auto sogar eine One-Step, das schaue ich mir jetzt dann mal an. Und damit fangen wir jetzt an. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I got lost tonight. Under the stars up in the sky. Directions hard to find. Under the stars up in the sky. I don't know how to take this. I don't wanna break this. We're living in the moment. We're living in the moment. Baby, it's you and I. Ja, Freunde, wie ihr wahrscheinlich relativ schnell gesehen habt, aus der One-Step ist dann doch nichts geworden. Anfänglicher Fehler von mir. Ich habe mich am Anfang gefreut, dass das Auto in so gutem Zustand ist, beziehungsweise der Lack in so gutem Zustand ist. Warum ist das so? Warum hat er so wenig Kratzer, so viele Swirls? Richtig, weil der Lack extrem hart ist. Panther-Schwarz-Kristalleffekt ist eigentlich auch dafür bekannt, dass es sehr, sehr hart ist. Und das hat sich jetzt wieder bestätigt. Dementsprechend, ich habe es am Anfang mit einer One-Step probiert. Ich habe einen Testspot gefahren. Aber es war dann so, dass ich mit einem Durchgang einfach nicht dahin gekommen bin, wo ich gerne hin wollte. Und wenn du eh zwei, drei Durchgänge fahren musst, dann macht es meiner Meinung nach auch mehr Sinn, wenn du ein, zwei Cutgänge und einen Finishgang fährst, weil das kommt zeitlich dann aufs Gleiche raus. Und das Ergebnis wird dann einfach doch nochmal besser. Deswegen habe ich mich ziemlich schnell umentschieden und habe von einer One-Step auf eine Two-Step umgeswitcht. Jetzt ist das Cutting beendet und jetzt kommt heute das Finish und die Beschichtung. Dementsprechend steigt jetzt heute auch die Fahrzeugfront mit ein, die ist ja komplett foliert, die Motorhaube, die beiden Kotflügel und die Stoßstange.
Eine Folie würde ich euch empfehlen, nicht zu cutten, denn eine Cutting-Politur hat Schleifpartikel drin, ziemlich viele und ziemlich grobe. Und da kann es dann durchaus sein, wenn ihr mit hartem Pad und Schleifpolitur auf der Folie rumpoliert, dass ihr die entweder durchpoliert oder blödestenfalls sogar vermattet, weil einfach die Schleifpartikel die Folie aufrauen und das bringt dann nichts. Mit einer Finish-Politur könnt ihr allerdings doch drüber gehen. Ich würde euch empfehlen, bei einer neuen Folie das nicht unbedingt zu machen, beziehungsweise abzuklären, ob die Folie von Haus aus vielleicht schon eine Versiegelung drauf hat, dann könnt ihr euch das eigentlich sparen. Aber diese Folie habe ich jetzt beim Waschen gemerkt, da perlt nichts. Und dementsprechend gehe ich davon aus, selbst wenn eine Versiegelung drauf war, dass sie mittlerweile runter ist. Ich werde da jetzt also einmal mit einer Finish abziehen und dann kommt da natürlich die Beschichtung auch mit drauf. Ich werde jetzt heute allerdings erstmal anfangen mit kleinen Details, die jetzt noch fällig sind. Gestern war ich 10,5 Stunden hier in der Halle, das hat mir dann gereicht und da hatte ich dann keinen Nerv mehr für so die kleinen Details. Damit fange ich jetzt an, dann kommt Finish und die Beschichtung drauf und ich hoffe, das schaffe ich heute alles. Aber ich gehe eigentlich mal davon aus. Oh,
say, I'll still be here for you. So, Freunde, ein langer Tag neigt sich dem Ende. Ich bin seit heute früh um 7 hier in der Halle. Jetzt haben wir 18 Uhr, also 11 Stunden, die ich jetzt hier in der Halle bin. Reicht jetzt auch. Ich habe heute das komplette Auto gefinisht. Ich habe die Scheiben noch poliert. Ich habe alles entfettet und versiegelt, also Lackscheiben, Kunststoffe. Und dann geht es noch in den Innenraum. Aber jetzt mache ich erstmal Feierabend. Thank you.
Freunde, RS4 ist fertig, 35,5 Stunden Arbeit waren es jetzt. Ich habe jetzt draußen beschichtet den Lack, vorne die Folie, die Scheiben. Felgen habe ich jetzt erstmal noch nicht gemacht, die Bremsanlage habe ich noch beschichtet heute. Innenraum habe ich gemacht, Lederpflege und das Leder auch versiegelt vorne und hinten. Die Felgen habe ich nicht gemacht, weil die Sommerfelgen noch ausgetauscht werden, da kommen noch neue drauf. Dementsprechend jetzt auch bei den Endaufnahmen bitte jetzt nicht ganz so großen Acht geben auf die Sommerfelgen, beziehungsweise auf die Felgen, die jetzt drauf sind, weil da eh andere drankommen und ich da jetzt nicht das Hauptaugenmerk drauf gelegt habe. Die Winterfelgen werden noch versiegelt, die liegen jetzt hier neben mir, die muss ich allerdings erst noch polieren. Das Auto wird aber jetzt morgen wieder abgeholt und die Felgen mache ich dann irgendwann die nächsten Tage, deswegen ist das jetzt im Video nicht mit drin. Aber sonst ist das Auto jetzt eigentlich fertig. Ich habe heute noch den kompletten Innenraum gemacht und die Radkästen. Genau, das war es jetzt eigentlich schon soweit. Ihr könnt jetzt gerne noch die Endaufnahmen anschauen. Draußen kann ich leider nicht filmen, weil der April das Wetter übernommen hat und es ist lauter Siff-Wetter draußen. Dementsprechend kann man leider die geile Farbe nicht rausfahren, aber ich hoffe, man sieht es auf dem Video einigermaßen. Es ist eigentlich ein Schwarz, aber es schimmert immer so ein bisschen dunkelgrün und lila, je nachdem, wie das Licht drauf fällt. Richtig geile Farbe. Ich hoffe, man kriegt es einigermaßen eingefangen, aber schauen wir mal. Genau, dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal ja wieder. Ihr seid mich wieder los. Macht's gut. Ciao. Thank you.